Spieltag 8, mehr Buden als auf dem Weihnachtsmarkt. Let's go. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider. Ich habe übertrieben viel Bock auf den 8. Spieltag. Ich bin auch ganz klar heute mit meinen Picks. Da habe ich ein richtig gutes Gefühl. Und genau, wenn ihr auch ein gutes Gefühl habt, wenn ihr Bock habt auf den 8. Spieltag, macht hier Alarm, macht hier Feuer, klickt hier ein bisschen in die Likes rein, in die Abos rein und dann haben wir hier richtig geile Zeit und damit gehe ich rein in den Spieltag. So, wir haben ja hier auch ein paar Kickbase-Zocker, also wer hier keine 2K dieses Wochenende holt, der hat das Spiel nicht verstanden. So, und damit gehen wir rein in unser erstes Spiel und das ist heute am Freitag. Und wir hatten gestern 2 Stats pro Gladbach. Schaut da gerne nochmal in die Datengold-Folge. Svenno hatte es im Gamechanger schön aufgedröselt. Link zur Gamechanger-Folge natürlich wieder in den Shownotes. Mit Stöger, Bankplatz, mehr Straightness über Außen mit Honorar und Hack. Und die Kombi Player und Stöger, das ist dann doch zu zentral. Die wandern dann doch eher in die Mitte, weil das doch sehr zentrale Spieler sind. Und dann stehen sie sich auf dem Fuß, deswegen ist die Kombi wohl gar nicht so gut und deswegen musste Stöger auch mal raus. Die stehen sich da sonst mal auf dem Weg, aber es geht nicht zum Bruchweg, sondern in die Mewa Arena. Bruh. Und auch hier könnte Stöger wieder auf der Bank Platz nehmen. Ich möchte mich zu der Thematik auch kurz äußern, weil ich das auch so ein bisschen kenne aus meiner Jugendzeit. Da bin ich auch mal gewechselt. Und da weiß ich auch ganz genau, wenn du da auch als High-Profile-Spieler in den neuen Club kommst, dann auch early gebench wärst, dann trägst du das auch erstmal mit dir. Und da muss man jetzt erstmal sehen, wie Stöger das verkraftet. Er kam dann ja auch rein, hat dann 16 Minuten gespielt und gegen Heidenheim in den 16 Minuten 3 Torschussvorlagen geliefert und 2 Großchancen kreiert. Also der Typ brennt, auch wenn er von der Bank kommt, gibt dem Mann einen Stammplatz. Das ist wirklich das, worauf ich hier aus will. Player musst du dann natürlich auch die Scorer geben. Das hat er gut gemacht gegen Heidenheim. Aber sonst war Player eher nicht so doll. Boden 2 Kämpfe, da war Lost. 3 von 14. Luftduelle hat er keins gewonnen. 0 von 2. 7 Ballverluste auch dazu gebracht. Assist Game rettet ihn. Aber ansonsten hat er auch wirklich nicht viel fürs Spiel gemacht. Ich denke, wenn Stöger gestartet wäre, hätte der wahrscheinlich noch mehr Punkte gemacht. Auch gegen Heidenheim. Und die wahrscheinlich komplett vernichtet. So, Mainz zu Hause, das wissen hier alle, ein Punkt bisher, da platzt jetzt der Knoten. Das fühle ich hier in mir drin. Gladbach, Tor und Großchancen, viertschwächstes Team, also die lassen da richtig was zu. Mainz hat mit Amiri und auch Burkhardt schlaue Jungs da und auch ein Sano wird jetzt von Spiel zu Spiel besser, das registriere ich. Ich nehme hier Mainz, ich nehme hier viele Tore heute, ich sage, es geht 3-2 aus. Liga-Insider KI, lass mich raten, 2-1, jupp. Und auch die Redaktion, die geht hier Springreiten mit Gladbach 1-2 mit den Fohlen. Heieiei. Mein Mann hier, das ist Burkhardt, ist für mich eine Internetadresse. www, gebt das mal ein in der Suchzeile und dann bekommt ihr Buselig, Wieselflink und Wunderstürmer. Das ist hier meine Prediction. Der bekommt diese Saison, schafft er den Breakout. Das sage ich hier von Jonathan. Der wird mir hier auch vom Matchday Briefing empfohlen. Und dann nehme ich den auch gegen die Fohlen. So ist es. 26% Torboost ist hier mein Play. Johnny Burkhardt. So, VfB Stuttgart. Wir müssen in die Konferenz. Und hier mache ich es einen Tick kürzer. Max Geschwill auf der Bank zu lassen, aufgrund Trainingsrückstandes. Hin oder her, also den hätte ich auf jeden Fall aufgestellt gegen Union, da stellt er dann Komenda auf. Junge, Junge, bei dem Tor gegen Aljoscha Kemlein, also im Stile eines Kinozuschauers fehlt eigentlich nur noch, dass er sich irgendwie den Knopf drückt und dass du ihm dann noch die Snacks vorbeibringst, also das ging ja gar nicht. Gegen Stuttgart erwarten wir Geschwill auch wieder in der Startaufstellung zurück und der macht das richtig gut, der Busch ist 23. Und der macht da einen richtig guten Job. Der wird auch, glaube ich, im Marktwert dann richtig cool nach oben gehen. Das war ja ein richtig cooler Kauf von den Kieler Störchen. Ansonsten gefällt mir bei Kiel nicht viel. Im Teamcheck hatten wir die Effizienz auch angemangelt. Die ist hier auch ein absolutes Manko aktuell. 9 Tore bei 7 Spielen, das ist zu wenig als Aufsteiger. Aber immerhin 2 Tore gegen Leverkusen. Da auch mit einer 50% Effizienz unterwegs. Und die brauchen sie auch in Stuttgart. Das sage ich. Aber da wird's hart. Die haben die Champions League Power, den Push auch über Touré da. Erfolgreich im Last-Minute-Style richtig cool gemacht. Kiel super verwundbar. Gerade hinten. Stuttgart ist schnell.
die sind wendig, die sind trickreich, die haben da ein richtiges Skillset. Und Mio habe ich gescoutet als Kapitän auch schon bei der beim französischen Nachwuchs. Vorher noch mein Tipp, und das ist das 3-1 für Stuttgart. Die ganze Zeit der Roboter 2-1 und wundert mich nicht. Und Redaktion geht hier, hui, 3-0. Das ist auch stark. Ich habe ihn kurz aufgemacht. Ich nehme hier die Tanzstunde von Danzo, Enzo, Mio. Das ist hier mein Mann. Die Form ist vielleicht nicht sichtbar gerade, weil der auch so viel spielt. Der ist ja gerade einfach überall und der braucht dann auch manchmal Pausen. Das macht aber Hoeneß genau richtig. Finde ich richtig cool hier. Und ich erwarte ihn fully game ready gegen Kiel. Richtig Scoring Power fühle ich da bei ihm. Matchup ist super. Und gerade auch gegen offensives Mittelfeld, dann lässt Kiel viel zu. Deswegen ist hier Mio auch mein Play. So, wir gehen weiter mit RB gegen Freiburg. Und das ist zu schade eigentlich für die Konferenz vorweggenommen. Das ist hier das Topspiel des Wochenendes. Deswegen auch völlig zu Recht auf dem Thumbnail. Das ist die 2 gegen die 3. Topspiel, aber ohne Top-Player bei den Sachsen. Da fällt ein wichtiger Mann aus. Das ist Xavi Simons wochenlang. Gute Besserung, Bro. Und Leipzig hat clever transferiert. Auch das muss man an der Stelle denen da richtig gut anrechnen. Und vielleicht ist das die Geburtsstunde von Kusa, von Nusa. Ja, der ist natürlich jetzt the man in the spotlight. Der hat jetzt alle Möglichkeiten. Der wird jetzt Spielzeit bekommen. Die linke Wiese, das ist jetzt seine in Leipzig. Und der ist einfach 19, ne? Und zockt auch schon Nazio. Also da eine richtig geile Perspektive, der junge Mann. Und gegen SC, wer zart, das sag ich. Leipzig mit der besten Defensive, das ist richtig cool. Offense wins games. Defense wins Championships, das wissen hier auch viele. Und Platz 2, wie gesagt, gegen Platz 3. Also, das wird ein richtiger Blockbuster. Topspieler entscheiden Topspiele. Und das ist für mich RB. Die haben nämlich mehr Topspieler, das sehe ich so. SC spielt eine absolute Dream Season bis jetzt. Auch das müssen wir den hoch akkreditieren. Aber da sind sie, glaube ich, ein Topspieler ist da zu wenig. Und deswegen wird das hier auch eine schwere Nummer. Ich gehe hier mit RB Leipzig. Ich nehme hier die Leipziger zu Hause. Die kommen hier mit einem super Start in die Season rein. Zu Hause 4-0, 0-0, 1-0. Jetzt auch gerade zweimal auswärts zu 0 gewonnen. Also, die sind super heiß. Vielleicht eines der heißesten Teams gerade nach den Bayern. Ich nehme hier 2-1, L-I-K-I. Oh Wunder, dasselbe. 2-1 und Redaktion guckt ab. Und das ist hier 2-1 all the way. Tippen mir beide nach hier, die Schweine. So, Xavi flüstert noch was ins Ohr beim Mainz-Tor. Und zwar macht er das. Nusa bekommt da noch die letzten Worte. Und habe ich mal hier Lippenlesen betrieben. Er sagt zu ihm, sollte ich ausfallen, bist du jetzt der Mann hier. Also, wir haben Nusa auf jeden Fall mal ganz fest hier im Blick gegen SC Freiburg. Den bekommen wir hier mit einem Top-Matchup. Den bekommen wir gegen Old Man Günther. Guck da mal in die Zweikämpfe, da ist der gar nicht so gut. Das ist eher Opa-Style. Und deswegen, ich nehme hier Nusa gegen Christian. Den wird er schicken ins Karussell. So, Augsburg gegen BVB, unser nächstes Matchup. BVB gegen Real. Die Grenzen aufgezeigt bekommen, dass sie kein Top-Team sind. Das wussten wir alle, dass sie dann auch gegen Weltteam keine Chancen haben. Das ist einfaches Mathe. Und jetzt kommt Augsburg. Die können genau eine Sache. Da sind die gut. Abschlüsse nach Standards. Habe ich mir angeguckt. Da liegen die richtig gut. Wo ist Dortmund? Richtig rot gewesen letzte Saison. Die Standards. Wo sind sie diese Saison? Richtig gut. Ja, ja. Viertbestes Team. Verteidigen sie die Abschlüsse nach Standards. Deswegen ist das für mich hier auch ein Mismatch für Augsburg. Und ich sehe die hier drawing dead. Beim Poker kommt der Flop. Das ist für mich der Augsburger Sturm. Die weisen da nicht viele Treffer auf. Dann kommt der Turn. Turn ist für mich die linke Seite. Da habe ich richtig Turn drauf mit Gittens und mit Rami Benzebaini. Da, das ist für mich eine richtig heiße Zone da. Eine Game-Changer-Zone von Dortmund. Auch außerhalb des Platzes Gittens und Rami. Richtig swaggy Typen. Und die bekommen da einen alten Kollegen ins Duell. Und das ist Marius Wolf. Und ich sage, den nehmen die Hops. Und dann geht das hier ganz easy. Ich will Kobe jetzt auch mal zu 0 sehen. Hier 0 zu 2 nehme ich. L-I-K-I. 1 zu 2. Was soll sie sonst tippen? Redaktion 0-3. Das mag ich hier. Sehr gut. So, Rami mit Tor gegen Pauli.
spielt gegen, ich habe es schon gesagt, Ex-Kollegen Marius Wolf. Schöne Grüße da. Den wird er frisch machen. Auch, wie gesagt, Gittens da. Das ist eine richtig heiße Kombi. Die könnt ihr beide aufstellen, guten Gewissens. Und das ist für mich hier die linke Powerseite. BVB rollt. So, wir gehen weiter in die Konferenz. Und das ist ein heißes Match. FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg. So, Ballbesitz St. Pauli habe ich mir angeguckt gegen Dortmund. 27%. Das musst du aber auch so spielen, also von daher alles super. Vasil hat mir sehr gut gefallen, hat das ausgezeichnet gemacht da, auch gerade in den 1-zu-1-Duellen gegen Guirassy. Das ist ein richtiger Gamechanger geworden, unser Nicolas Vasil. Also macht mir richtig Spaß da und der wird auch wichtig gegen Wolfsburg. Ohne den geht es nicht. So, Pauli war effizient gegen Dortmund und die Effizienz brauchen sie nämlich auch gegen die Wölfe. Die Paulianer gehen in Führung eigentlich gegen Dortmund, aber da war ja wieder der Trikotzipfel von Gila Vogi im Abseits. Das wird natürlich auch kleinlich, wie es ist, gepfiffen, also ehrlich lächerlich. Und ja, wenn du 1-0 führst, ist es natürlich wieder ein anderes Spiel. Das Tor macht Eric Smeed trotzdem für uns. Das ist für mich auch hier der absolute Leader. Der wird auch viel zu tun bekommen. Könnte auch ein heißer Player-Pick sein. Am Ende kassierst du das 1-2 gegen den BVB, aber die Mentalität gefällt mir. Der Kopf bei den Kiezkickern ist oben und jetzt kommt ein Gegner, der hat gerade die Bude voll bekommen gegen die Kollegen aus Bremen, auch die Nordkollegen. Und Maxi Arnold fehlt, gelb gesperrt, da mache ich hier mal den gelbe Karten-Alert-Sound rein. Meinung äußern, gelb, gelb. Richtig schön da im Core-Style, auch schon fünfte gelbe. Und Pauli hat eine Schwachstelle, das sind die Kontertore. Da haben sie bis jetzt die meisten kassiert. Also Vorsicht vor Amura und Thiago Tomasch. Bitte weitererzählen auf dem Kiez. Und VfL hat wiederum auch eine Schwachstelle. Und das sind die Dribblingsrote Zone. Da lassen sie nämlich die meisten zu. Also deswegen ist Afolayan hier auch ein heißes Play. Richtig, richtig geil. Also kann hier in beide Richtungen abtauchen, das Spiel. Ich stelle mir nur eine Frage. Wer macht das Spiel? Da gucke ich mir den Ballbesitz an. Da haben wir nämlich Pauli. Mediocre-Style, 45%. Und wer das schwächste Team im Ballbesitz? Das sind die Wölfe mit 42%. Also, wenn die eklig kontern, was hier wirklich sein kann, sie überlassen das Spiel den Paulianern, können sie hier eklig kontern. Das ist ein Rezept. Das könnte Hasenhütte hier auspacken. Ich glaube an Pauli. Die müssen jetzt aber fighten. Und das ist ein Spiel, wenn du das gewinnst, dann bleibst du auch in der Liga. Das ist so ein richtiges Mentalitätsmonsterspiel. Und deswegen gehe ich hier mit den Kiezkickern 2-1. L-I-K-I. Richtig gut, 1-1. Und Redaktion kontert mit 0-2 Wolfsburg. So, Play ist für mich der Anführer, habe ich gerade schon gesagt. Eric Smeed, Traumtor hat er gegen BVB. Deswegen kommt er in Style, in Form. Und der wird auch schön die Aufbaupunkte im Spiel Ballbesitz da reinschustern gegen Wolfsburg. Also Pass Points incoming. So, Bremen gegen Leverkusen. Unser Topspiel am Abend. Bremen, super Defensive. Müssen wir hier mal festhalten. Auch Mentalitätssieg gelandet schon in Wolfsburg. Haben sie sehr geil rausgespielt, habe ich mir sehr gern angeguckt. Duxi ist so wieder mit dem Moves dabei. Der ist wieder drin. Der macht aber gar nicht mehr den hier. Den haben wir doch alle gefeiert. Der macht jetzt den Huckepack-Style. Schulter da, die Bremer, auch das ist cool. Wirtz, wie fit ist Wirtz? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir stelle. Der kam jetzt richtig direkt eigentlich wieder zurück, obwohl der eigentlich schon verletzt war. Ich weiß nicht, ob der bei 100% ist. Boniface, wissen wir alle, der ist wahrscheinlich nicht bei 100%. Deswegen wackelt der auch fürs Spiel. Wenn Schick startet, dann kippt das Ding hier wieder für mich. Denn auch in Brest, da hat Leverkusen mir nicht wirklich gefallen. Das hätten sie auch, wenn Brest abgezockter gewesen wäre, hätten sie hier auch verlieren können. Ja. So, Werder XGs, genau 1, finde ich lustig, deswegen nehme ich hier auch das Tor für Werder, richtig cool. Ich gehe hier nochmal mit dem Favro-Tipp, ich sag, Leverkusen muss es hier irgendwie ziehen, 1-2, L-I-K-I, 1-2 und Redaktion sagt sogar Radetzky 0. Kovar gestartet gegen Brest, aber schauen wir mal, wer da die Kiste hütet, Werder. So, Leverkusen hat gerade einen Anführer und das ist für mich Rob Andrich und Ramon aus meiner Liga-Insider-Liga. Der hat während der Konfi am letzten Spiel, da hat er schon gefragt, wieso ist Andrich nicht unumstrittener Stammspieler? Und das frage ich mich tatsächlich auch. Das haben sie gegen Kiel mal versucht mit Palla und Chaka und ihm. Das ging ein bisschen nach hinten los, aber auch, weil sie da einfach unglücklich waren. Auch im Abschluss, das lief da nicht. Und Rob spielt, ist für mich gerade einer der absoluten Gamechanger bei Leverkusen. Absolute Überform gerade mit Torgefahr. Mustergültig sein Tor auch am Wochenende gegen Frankfurt. Richtig geil, also Form ist top. Matchup ist top. Rob, top. So,
So, wir gehen in die Tipptabelle, bevor wir ins Sonntagsspiel, in die Sonntagsspiele reinstarten. Und KI ist aufgewacht. Die landet hier mal einen Spieltagssieg. Punktgleich bin ich jetzt mit der Redaktion. Die hat ausgeglichen, hat da 2 Punkte gut gemacht auf mich. Deswegen haben wir hier ein heißes Duell und ich muss wieder Vollgas geben. Und das mache ich mit Bochum gegen Bayern. Da ist eigentlich schon alles so gesagt zu dem Spiel. Guckt sonst gerne nochmal ins Datengold rein. Da habe ich 2 Stats auch gebracht. Yasin schrieb mir, Riemann reaktivieren. Irgendwas müssen sie jetzt machen, die Bochumer. Das wäre eine Möglichkeit. Andere wollen schon Stöger zurück. Frag mal Luke.001 in unseren YouTube-Kommentaren. Und vielleicht musst du, das sag ich, Herbert Grönemeyer irgendwie auch ins Stadion bekommen, vielleicht in die Kabine holen. Und der muss nochmal die Ansprache holen. Neues Trainerteam ist am Start, die Co-Trainer Feldhoff und Uralf. Vielleicht haben sie den Gameplan, den Masterplan. Glaube ich nicht, das wird einfach zu krass, das Spiel. Was ich weiß, dass wir das Spiel am 27. sehen und ich nehme das Datum hier einfach. Ich sage hier 2-7, LIKI 1-3 und die Redaktion geht hier mit dem Abstand, den ich auch calle, Tordifferenz 0-5. Und wir erinnern, 2022, da geriet Bochum schon mal unter die Räder, da war es ein 0-7 auch, also auch da 7 Tore und vielleicht sehen wir die auch wieder im Ruhrstadion. Play ist Kimmich, das ist für mich der King of Schnittstellenpass, ist der absolute Chef gerade bei den Bayern, der ist wieder in seiner Josh-Chef-Form, Vincent hat ihn wieder einfach zum Leader gemacht und das gefällt mir hier richtig geil. So, das nächste Sonntagsmatch, das ist Union mit der Inswinger-Halbfeldflanke und die müssen ran gegen die Dribbelkönige aus Manhattan. Also, wenn Renault ausfällt, der wackelt gerade fürs Spiel zum Zeitpunkt der Aufnahme, dann kippt das Spiel hier klar für mich Richtung Frankfurt. Das ist nämlich einer der Gamechanger für mich von Union Berlin. Frankfurt bietet generell viel an, das weiß ich, weil ich mir gerade Kevin Trapp angucke und nicht genau weiß, wie da sein Mindgame gestellt ist. Das ist so, wenn du zum Beispiel jetzt im Job irgendwie im Urlaub warst und dann kommst du zurück und dann weißt du, dein Vorgänger, Kawa Santos, die brasilianische Spinne, hat hier einen mega Job gemacht und du bist einfach unter Druck. Und das hast du gesehen, gegen Leverkusen hält den Elfer, aber hat danach auch den Fehler vor Gegentor im Spiel und wie viel Druck kann Kevin Trapp gerade ertragen? Das stelle ich mir hier gerade die Frage und ich sag, Trapp ist cool und das wird ein Spiel der Torhüter. Deswegen beide auf jeden Fall aufstellbar. Da werden viele Schüsse auf die Tore fliegen. Viele Schüsse, sage ich hier. Ich nehme trotzdem das 0-1 für Frankfurt. Die Bundesliga hat einfach gerade den Frankfurt-Style. Das feiere ich. Die own hier gerade einfach alles. Richtiger Power-Vibe hier. Power in der Bude, so haben wir es auch immer hier schon genannt in den Game Calls, also Europa League auch 1-0 da mit Schulterblick. Larsson hat mal ein wortgewandter Kollege von mir gesagt. Ich nehme hier das Trainerteam der Frankfurter, hatten wir schon im Teamcheck gesagt, dass der Plan wird aufgehen. Die haben einfach für jeden Gegner gerade den besten Plan in der Tasche. Call ich hier, das sind einfach die New Kings. LIKI 1-1, guter Tipp. Und Redaktion geht hier mit mir 0-1. Mein Mann, das ist der beste Spieler der Bundesliga, Omar Marmoush. Ja, Form ist heftig und Matchup ist tricky, aber der Typ hat für jeden Gegner gerade einen Plan. So, und last game, das ist Heidenheim gegen Hoffenheim. Ich glaube hier an Tore. Frank Schmidt, der ist cool. Conference League wieder gewonnen, 2-2. Der ist so crazy, der Typ. Alles möglich hier. Die Stats schiebe ich hier weg, ganz easy. Ich gucke hier auf die besten jungen Spieler der Bundesliga. Das ist nämlich für mich das Duell Wanner gegen Bischoff. Und da ich die beiden gleich gut aktuell bewerte, trenne ich das Ding hier auch 2-2. KI 2-1, oh, das ist stark, auch gegen auf Heidenheim. Und Redaktion geht mit der KI auch 2-1. Hier richtig Heidenheim-Feuer drin. Ich habe ihn gerade eben schon genannt. Bei mir kippt die Waage dann doch einen Tick Richtung Tom Bischoff, weil der auch schon länger das Bundesliga-Game fährt. Den hat Svenno schon vor Jahren gecallt und der kommt jetzt richtig rein. Der ist einfach 19, der hat die Hoffenheimer Jugend durchgezockt und Schnittstellen-Assist auf Bülter haben wir gesehen in der Konferenz, da richtig geil gegen Bochum. Freut mich einfach für den Jungen, dass der jetzt so richtig aufblüht und der ist auch schon bei 3,5 Millionen Marktwert-Tendenz steigend.
Das war sie wieder, Kessems Tippshow, und wir hatten wieder richtig nice Videos. Wenn ihr nochmal nur Daten-only wollt, wir haben die Datengold-Folge hier und ich packe euch hier den Zeitler-Abgang nochmal rein, da haben wir drauf reagiert und auch schon richtig coole Kommentare von der Bochum-Community schon gespottet, richtig nice da. Und damit bleibt mir nichts zu sagen, außer ich wünsche euch einen richtig, richtig sweeten Spieltag, richtig heiße Punkte, und damit bin ich raus. Schönes Wochenende. Tschüss.